Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine Bestellung. Und zwar habe ich bei Kick was bestellt. Und zwar gab es da hat mich die liebe Carolina drauf aufmerksam gemacht, Winterduftkerzen. Und ihr wisst ja, ich bin total der Duftkerzen-Fan. Und es waren total die Duftrichtungen, die mich angesprochen haben. Deswegen habe ich mir 3 Kerzen bestellt. Und ja, das Paket kam jetzt heute an. Ich hoffe, es ist alles ganz, weil bei Kerzen ist das ja immer so eine Sache. Aber schneid es jetzt einfach mal auf und schau mal rein. Also, oben drauf ist auf jeden Fall einmal die Rechnung. Und dann ist es sehr, sehr gut verpackt mit solcher, ja, mit so Kartonagen, wenn man das so nennt. Und dann ist eine Luftpolsterfolie hier. Und in der Luftpolsterfolie sind die 3 Kerzen. Und leider sehe ich gerade, ist eine Kerze kaputt angekommen. Da muss ich mal schauen, ob ich es vielleicht geklebt bekomme. Auf jeden Fall ist eine kaputt. Ich muss aber sagen, es riecht schon extrem stark aus den Tüten. Die sind irgendwie nochmal alle extra in der Tüte eingepackt, die 3 Kerzen. Und leider ist eine Kerze kaputt angekommen. Und zwar habe ich nämlich einmal mitbestellt die Variante gebrannte Mandel. Und vielleicht seht ihr das hier schon. Leider kaputt angekommen. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal an Kick wenden. Das finde ich sehr schade, weil die anderen 2 sind eben ganz. Einmal gebrannte Mandeln und wie gesagt, die riechen so extrem, extrem stark und da freue ich mich extrem drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie die dann duften, wenn sie an sind. Muss ich mal schauen, was ich jetzt mit der gebrannten Mandel mache. Vielleicht bekomme ich ja nochmal eine als Ersatz zugeschickt. Wenn nicht, ja, nochmal extra wegen einer Kerze bestellen würde ich jetzt nicht. Dann habe ich einmal bestellt die Lebkuchen-Variante. Da war ich auch sehr gespannt drauf, wie die duftet. Es gab ja mal von Kick diese kleinen, so Yankee Candle mäßig aufgemacht. Und da roch Lebkuchen sehr, sehr gut. Und auch hier riecht es sehr, sehr würzig und angenehm. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und einmal die Variante, da freue ich mich auch drauf. Und die ist auch kaputt, sehe ich gerade. Die ist leider auch kaputt gegangen. Ja, das finde ich jetzt sehr schade. Das ist die Variante Vanillekipfel. Und die ist hier kaputt. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall an Kick wenden. Das finde ich sehr schade. Die waren zwar super eingepackt, aber man kann halt keine 3 Kerzen nebeneinander machen und glauben, dass sie halten, auch wenn da so eine leichte Folie drumherum war. Ja, leider kaputt. Das finde ich jetzt sehr schade. Die Kerze ist sehr, sehr kaputt. Wie gesagt, vielleicht wenn man das Wachs irgendwie rausbekommen würde, könnte ich das umfüllen. Da muss ich mal schauen. Also die Kerze und die gebrannte Mandelvariante sind leider kaputt. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Also, wie gesagt, ich habe mir die eben bestellt, weil ich die Düfte so ansprechend fand. Und 2 der 3 Kerzen, die ich bestellt habe, sind leider kaputt. Aber von den Düften her sind sie wirklich genial. Und ja, da werde ich mich auf jeden Fall mal an Kick wenden. Aber vielleicht, wenn ihr einen Kick in der Nähe habt, schaut da auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr genauso auf Duftkerzen steht wie ich. Ich finde es halt sehr schade, dass die jetzt kaputt angekommen sind. Leider, aber... Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt einfach mal an Kick wenden und nachfragen, wie genau das jetzt abläuft. Weil ich habe eben per Rechnung bestellt. Das heißt, ich muss das erst noch zahlen, ob ich dann einfach nur die eine Kerze plus Versand zahlen muss oder alles und ich bekomme wieder was zurücküberwiesen. Da muss ich jetzt schauen. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich trotzdem, dass euch das kleine, aber feine Video gefallen hat. Ein kleiner Quick-Tipp von mir in Sachen Kerzen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Und dann würde ich sagen, seht uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.